Mobilität ist Zukunft, auch in der Bundeshauptstadt Berlin. Hierhin, genauer gesagt in die Landesvertretung Niedersachsens, hatte am 25. Februar 2016 die IHK Magdeburg in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern aus Braunschweig, Lüneburg-Wolfsburg, Potsdam und Schwerin zu einem parlamentarischen Abend geladen. Das Thema war einer der derzeitigen Diskussionsschwerpunkte: die Lückenschlüsse der A14 und A39 sowie die Erweiterung der Querspange B190N. Auch der Präsident der IHK Magdeburg, Klaus Olbricht, war vor Ort und hatte ganz bestimmte Erwartungen an den Abend und seine Ergebnisse. Als Ergebnis wünschen wir uns natürlich, dass die A14 so schnell wie möglich fertig wird. Wir werden also die Position vertreten, dass man alles daran setzen sollte, den Weiterbau zu forcieren, sodass wir vielleicht doch 2020 in Richtung Norden fahren können von Magdeburg aus. Wenn es nicht 2020 wird, dann sollte es ganz schnell dahinter sein. Also wir werden alles dafür tun, was wir schon immer gemacht haben, dass diese Autobahn gerade auch für die Altmark kommt. Eine ganz ähnliche Haltung nimmt auch Thomas Wehbel, der sachsen-anhaltische Minister für Landesentwicklung und Verkehr, ein. Er denkt dabei auch an den größeren Rahmen, in dem der Lückenschluss der A14 zu sehen ist. Ja, vor dem heutigen Abend versprechen wir insbesondere, dass sich alle hier eindeutig zu der A14 bekennen. Ich denke, die A14 ist wichtig für die Altmark, für die Erschließung der Altmark, aber insbesondere auch für die Anbindung an die norddeutschen Seehäfen. Und wir wollen natürlich alle, dass diese A14 so schnell wie möglich fertiggestellt wird. Und deshalb nochmal mein Appell an all diejenigen, die meinen, die A14 verhindern zu müssen: Sie sollten es nicht tun. Es wird die A14 nur teurer machen. Wir bauen sie auch gegen deren Widerstand, weil wir es den Menschen in der Altmark versprochen haben. Zentrales Element der Veranstaltung waren nach einer kleinen Einführung in die Thematik zwei Talkrunden, die verschiedene Standpunkte zu den Erweiterungsmaßnahmen an A14 und A39 beleuchten sollten. Neben Minister Thomas Wehbel traten auch der Minister für Energie, Landesentwicklung und Verkehr des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, sein Pendant aus dem Land Brandenburg, Katrin Schneider, sowie der parlamentarische Staatssekretär aus dem zuständigen Bundesministerium, Enak Ferlemann, an, um über inhaltliche Fragen Auskunft zu geben. Ebenfalls Teil dieser Runde war Stefan Korneck, Geschäftsführer der Firma SCM Solar GmbH und Vorsitzender der Wirtschaftsunion Sachsen-Anhalt. Er trat für den Unternehmerstandpunkt ein. Die Unternehmen oder ganz speziell die Wirtschaft, und da spreche ich natürlich auch für das Handwerk, die brauchen natürlich in ganz erheblichem Maße diese Infrastrukturmaßnahme, weil fürs Handwerk, für den Mittelstand bedeutet eine Autobahn automatisch Wachstum. Für bestehende Unternehmen macht es deutlich mehr Sinn zu expandieren. Da gibt es auch klare Signale und klare Zeichen. Aber auch Neuansiedlungen können mit dieser Infrastrukturmaßnahme generiert werden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht absolut alternativlos. Der allgemeine Konsens der Diskussion: Der Bau muss so schnell wie möglich in die Wege geleitet und abgeschlossen werden. Die Aufnahme in den Verkehrswegeplan des Bundes steht schon fest. Als eine der größten Hürden erweist sich aber wie so oft auch die Bürokratie. Anträge müssten beispielsweise bis aufs Genaueste ausgearbeitet sein, um möglichen Anfechtungen vor Gericht standhalten zu können. Vor allem an diesem Punkt, der bürokratischen Absicherung der Projekte, sieht auch Michael Zieche, Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, einen Ansatzpunkt für die Arbeit seiner Verwaltung. Wir haben ja heute sehr viel gehört, dass es ganz viele Befürworter gibt, dass es aber auch nicht wenige Gegner gibt. Und da muss man einfach Überzeugungsarbeit leisten, muss letztendlich auch ein Stück weit solide Planungsleistungen abliefern, um dann gerichtsfest zu sein. Und da wollen wir natürlich die Rahmenbedingungen möglichst mit beeinflussen. Wir sind ja im Naturschutz auch zuständige Behörde und können da einiges leisten. Wir sind in anderen Bereichen mit unterwegs, können da Unterstützung geben. Also viel Aufklärung, viel Überzeugungsarbeit und eine gute Arbeit als Behörde. Alle Beteiligten und auch Betroffenen konnten an diesem Abend also ruhigeren Gewissens nach Hause gehen. Die Verwaltungen und Ministerien werden ihr Möglichstes leisten, um den Bau an A14, A39 und B190N zu beschleunigen. Die vorhandenen Standortnachteile müssen abgebaut werden, denn Mobilität ist Zukunft.